Sich den ersten Freistoß herausholen in der Anfangsphase dieser Partie. Nachfolger von Hugo Tocali, der ja mittlerweile im Trainerstab von José Peckermann, dem Trainer der A-Nationalmannschaft. Und die können jederzeit auch das Tempo verschärfen oder verschleppen, also eine fast schon im Kasten der Kolumbianer gestanden hat. Ja, das Bild hier, das ist durchaus für die Anfangsphase. Und wenn man jetzt auf den Kader so blickt bei den Kolumbianern, da sind ja übrigens bis auf den schon angesprochenen Messi vom FC Barcelona ausschließlich mit Spielern, die in Argentinien unter Vertrag stehen. Und jetzt können sie das Tor machen! Alles! Ja, und so hat er auf einmal die Riesenmöglichkeit. Archubi. Der erste wirklich ganz, ganz nennenswerte Spieler dieses Kaders damals in Finnland, die heute dabei sind. Jetzt müssen sie aufpassen, weil die Argentinier wieder gefährlich auftauchen. Messi. Ja, der kann eine ganze Menge am Ball. Immer noch Lionel Messi und die Möglichkeit. Schön herausgespielt. So, da sehen wir nochmal den noch 17-jährigen Lionel Messi in Aktion. Am Freitag feiert er seinen 18. Geburtstag. Cardoso mit allen Temperaturen waren ja schon beachtlich bei den letzten Spielen dieses Turniers. Die 30 Grad wurden da immer wieder auch mal erreicht am frühen Abend. Zabaleta. Eckball für Kolumbien. Messi. Auch er probiert es mal alleine. Dass er das kann, haben wir vorhin gesehen. Lionel Messi und der Fehlpass. Unterwegs. Wieder Messi. Erinnert schon ein klein bisschen. Moreno übrigens spielt bei Once Caldas, der Topmannschaft in Kolumbien. Die ja, das gibt es zu Recht, wie ich finde, die gelbe Karte nach diesem Trikot-Reißtest gegen Messi. Messi. Viele sagen ja, das war ein Riesenfehler vom Trainer, dass er den im ersten Spiel erstmal draußen gelassen hat. Lionel Messi durfte erstmal auf der Bank schmoren, kam erst zur zweiten mit einer relativ klaren taktischen Ausrichtung. Hinten Viererkette, dann ganz vorne Moreno und Ottner, Francisco Ferraro. Wir haben kaum trainieren können mit dieser Mannschaft, die Clubs haben. Und deshalb lief das auch noch nicht so gut gegen die Amerikaner, so Oton Ferraro, aber wir haben feststellen können, dass es da immer besser geworden ist im Laufe der weiteren Vorrundenspiele. Aber das ist ja auch klar, jetzt kann man gemeinsam Dinge einstufen. Gut gespielt. Messi. Aber da hat er gut aufgepasst. Oscar Ustari. War ja schon dabei 2003 bei der U17-WM in ja, das ist gefährlich gegen einen so guten Mann wie Messi, da herumzuspielen im eigenen Strafraum. Er ist das Juwel des Vereins, so hat Laporta mal gesagt. Es gibt da ja eine Internetbörse, nennt sich transfermarkt.de, und die tangieren aber auch erst nicht gefeit vor Fehlpässen. Messi. Zabaleta. Alles noch möglich für die Argentinier. Die große Möglichkeit zur Führung. Kapitän Aguilar. Nochmal die Entstehung. Macht
er sehr gut. Sabaleta. Und dann hier fast wäre es ein Schuss in die falsche Richtung gewesen. Hat er, ich denke, die Gefahr ist nicht so groß bei diesem erfahrenen, souveränen Dänen. Möglichkeit für die Argentinier. Sieht gut aus, aber der Abschluss. Neri Cardoso. Hat eigentlich freie Bahn, aber schießt ein bisschen zu früh. Hätte vielleicht noch Sekundenbruchteile warten können. Klasse Zuspiel auch von Messi. Heute nicht dabei. Sich weitestgehend neutralisiert, so sagt man immer so schön. Sehr aggressives Mittelfeld, Halbzeit. Die Argentinier also, die Mannschaft, die jetzt von rechts nach links spielt. Entscheidung bringen kann, das trauen wir in erster Linie dem Argentinier mit der 18 zu. Messi, er hat ein, zwei im Bild bei San Lorenzo. Der erfahrenste von allen, machte auch schon ein Tor bei dieser WM beim 2 zu 0 gegen Ägypten. Messi gegen zwei. Eckball Nummer 3 für Argentinien. Jetzt mehr riskieren. Und ich hoffe und denke auch, dass das Spiel vielleicht jetzt auch eine andere Qualität bekommen kann. Überall, wo es kleine kolumbianische Kolonien in Europa gibt, so wurde hier festgestellt, da hat man sich aufgemacht. Messi, gut gespielt, Messi und drin! Was für eine Aktion von Lionel Messi vom FC Barcelona. Wir haben es ja vorhin mal angesprochen, vielleicht muss so eine Einzelaktion es mal bringen und es bringt das 1:1 für Argentinien. Wirklich toll gemacht, da hat er seine Qualitäten nochmal so richtig unter Beweis gestellt. Toller Doppelpass und dann lässt er sich auch vom langen Bein nicht stören und voll hinein ins Vergnügen. Also 1:1 für Argentinien durch das zweite WM-Tor von Messi. Knapp eine Stunde vorbei. Kolumbien, Argentinien, alles wieder offen. 1:1 zwischen diesen beiden südamerikanischen Top-Mannschaften. Aber die Argentinier bekommen ein bisschen Oberwasser jetzt. Zuniga. Freistöße, auch in der ersten Halbzeit gab es ja schon so ein, zwei Situationen, wo wenig bei rumkam, aber wichtig ist ja. Wieder Messi. Er versucht es mit allem, was geht. Wo Kali auf 1,88 lang. Messi. Super gespielt. Was für eine Möglichkeit. Nochmal die Szene von gerade. Messi gegen Zuniga. Und Zabaleta. Immer die gleichen Stationen. Messi mit Platz. Ja, aber das ist einfach, ne?
manchmal ist es dann doch besser, man spielt ein bisschen schneller ab, so wie hier. Bilia. Cardoso. Der vierfache U20-Weltmeister gegen den aktuellen. Ja, gute Position nochmal. Armenteros. Und die Möglichkeit. Und was für eine Chance in dieser Nacht. Vorbereitet wurde das Ganze durch den eingewechselten Armenteros und dann Messi mit nochmal Messi. Der Eingewechselte, er fordert nochmal das ganze Können des kolumbianischen Torwarts. Ecke Messi. Noch 30 Sekunden. Und Argentinien steht dicht, vielleicht doch vor einem Tor noch. Vielleicht kriegen sie noch mal eine Chance. Unverdient wäre es nicht, nach dem Eindruck der letzten.